Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video. Mich freut's, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und heute gibt's ein Pack-Opening auf dem Account vom Leo22. Vielen Dank an dich, dass du mir den Account zur Verfügung gestellt hast und dann starten wir auch eigentlich direkt rein. Ich möchte euch zuerst mal noch das Team of the Week zeigen mit Hernanes, mit Gamairo, mit richtig, richtig heftigen Spielern. Dybala als ZOM ist ja natürlich auch am Start, also wenn wir da jetzt eine gute Karte ziehen, dann wäre das schon richtig cool. Es ist kurz nach 7, das heißt, die Spieler sind jetzt noch sehr viel wert. Jetzt habe ich ein bisschen sehr oft sehr gesagt, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben hier 7 Packs am Start. Das sind alle Special Packs und da werde ich natürlich alle aufmachen. Also vielen Dank nochmal an den Leo und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal direkt mit dem 2 seltene Goldspieler Set. Vielleicht haben wir hier direkt was Gutes drinnen. Sieht nicht danach aus. Das müsste Gomez sein und ja, die packen wir einfach in den Verein und dann gehen wir auch direkt zum nächsten Pack. Das nächste Pack wird hier ein 25k Set und das wird ein klassisches Nose Pack. Wir drücken drauf und das lädt lange, ist aber kein Walkout, glaube ich. Es ist auch leider keine Special Card und das ist nur der gute alte Henderson. Ne, es ist nicht, es ist Lallana. Mit einem 83er Rating hat er ein Upgrade bekommen. Ich schaue kurz mal rein, ob der vielleicht was wert ist. Und ich werde natürlich alle Spieler in den Verein packen, dass da auch keine Coins verloren gehen. Also der ist ein bisschen was wert. Ich würde sagen, das geht klar und wir kommen zum nächsten Pack. So, das nächste Pack ist ein 15k Set und wir drücken drauf mit dem Autoschlüssel. So ein Pack gab es, glaube ich, noch nie. Habe ich jetzt Packs gesagt? Ich bin mir gar nicht sicher. Gab es, glaube ich, noch nie auf YouTube. Und das ist leider nur irgendein kolumbianischer Quintero. Also ich kenne ihn schon. Der war letztes Jahr Non-Rare. Ja, Quintero ist jetzt nicht sonderlich gut. Ist aber ein 4-Sterne-Skiller immerhin. Ja, geht klar. Wir gehen aber jetzt direkt ins nächste Set. Beim nächsten Pack machen wir ein No-Reaction-Pack. Das heißt, wir reagieren gar nicht auf das Pack und ich drücke einfach mal drauf und es ist keine Reaktion vorhanden. Und es ist leider auch kein guter Spieler. Schade. Es ist Biglia und da kann ich mich nicht freuen. Brauche ich auch nicht. Also von dem her, ja, Biglia in diesem Pack. Kommen wir zum nächsten. So, 3 Sets haben wir noch am Start und das nächste Pack wird ein Draché-Kekse-Pack und wir drücken einfach mal... Das nächste Pack wird ein Draché-Kixi-Pack und das ist ein 35k-Pack. Wir drücken drauf und in diesem Pack ziehen wir vielleicht eine Special Card. Leider nicht. Das ist nur der alte, der gute alte. Ja, keine Ahnung. Ich kann ihn nicht aussprechen, Jungs. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Ich kann ihn nicht aussprechen. Ich kenne ihn auch nicht wirklich. Also von dem her will ich den Namen auch nicht aussprechen. Und ja, dann kommen wir zu den letzten 2 Sets, Jungs. Vielleicht können wir noch einen guten Spieler ziehen. Bis jetzt läuft es noch nicht so richtig gut, aber vielleicht ziehen wir in den letzten 2 Packs ja noch was Gutes. Wir drücken jetzt einfach mal ganz gechillt drauf, hoffen auf eine Special Card und es ist immerhin ein 84-Plus-Spieler und das ist Gomez von Barcelona. Ja, das geht klar. Das geht klar. Ein 84er nehme ich gerne mit und ansonsten Naldo auch noch am Start. Also Naldo und Gomez im Pack. Damit kann man auf jeden Fall leben. Naldo ist auch sogar, ja, über 6000 Münzen wert. Und das geht, denke ich, ganz klar. Also das Pack ist locker so 10.000 Münzen wert. Das allerletzte und entscheidende Pack ist jetzt also das 50k-Set. Und wir drücken jetzt drauf und machen ein Spin-Pack. Ich mache einfach mal ein Spin und den Share-Pack. Wir drücken also drauf und es ist kein Wort. Und es ist ein Inform, es ist ein Inform, ja! Es ist ein Inform, das freut mich für den guten Leo. Es ist Tolisso, der Spin the Chair Pack. Das war ungefähr das langsamste Spin the Chair Pack, das ich in meinem Leben jemals rausgehauen habe. Tolisso ist was wert und den verkaufe ich direkt. Das wird gut sein für dich, weil der wird jetzt innerhalb von wenigen Minuten sinken. Den packe ich auf die Transferliste, alles schnell in den Verein und dann werden wir den direkt verkaufen. Oh shit, habe ich die jetzt abgestoßen? Shish, ich glaube, ich habe die abgestoßen. Sorry. Leo, tut mir leid. Das tut mir sehr, sehr leid. Das war nicht Absicht, dass ich die Spieler jetzt abgestoßen habe, aber da war eh kein richtig krasser dabei, hoffe ich zumindest. Aber wir haben immerhin einen Inform gezogen. Also sorry, dass ich die Spieler jetzt abgestoßen habe, das war, wie gesagt, keine Absicht. Ich wollte eigentlich in den Verein reinpacken, habe mich aber verdrückt, weil ich hier unbedingt diesen Tolisso verkaufen will, dass du hier auch einen Gewinn rausziehst. Und der ist überhaupt noch über 100.000 Münzen wert, perfekt. Also da kriegen wir auf jeden Fall 140k, oh mein Gott. 151, wir stellen ihn jetzt für 145 drauf, dass er auch schnell gekauft wird. Der wird innerhalb von wenigen Minuten jetzt ganz, ganz, ganz heftig sinken. Ne? Also stellen wir den schnell rein. Ich würde sogar sagen, ja, für ja, 144, 145, so irgendwas. Aber das auf jeden Fall
schnell verkauft wird. So machen wir 100, ja, machen wir so, damit vielleicht auch auf ihn geboten wird. Aber der müsste sich direkt verkaufen, hoffe ich zumindest. Und dann hätten wir hier auf jeden Fall nice Coins gemacht. Also 145.000 für einen Inform-to-List. Und das ist schon richtig, richtig heftig. Und es tut mir nochmal leid, dass ich die Spieler gerade abgestoßen habe. Das war echt keine Absicht. Aber ich hoffe, dass sich der jetzt einfach so schnell als möglich verkauft. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich versuche jetzt noch, oder beziehungsweise warte noch kurz, ob er sich verkauft, dass wir hier die Coins drauf kriegen. Okay, bis jetzt hat er sich noch nicht verkauft. Und da ist er weg. Tolisso für 145.000 Münzen. Da wird er sich mega freuen, denke ich mal. Ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Pack-Openings auf meinem Kanal sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.